Menschen, die meditative Selbsttherapien beherrschen, also ihren Körper wirklich in die Energie zu bringen, aber aus der Energie auch wieder rauszubringen, einfach die Menschen sind, die einen gesünderen Schlaf haben. Herzlich willkommen zur Gesundheit mit Florian Sauer und Andreas Paffrath, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 14. Du. Florian, wo steckst du Ja, gerade? du, ich bin noch im Laden. Heute ist es mal wieder so selbst und ständig, ne? Der Chef arbeitet immer am längsten. Freizeit ist manchmal ein Fremdwort, aber Berufung und Liebe aus Leidenschaft machen es möglich. Wir hatten ja gestern unser Online-Webinar, Oh wie du ja. in 5 Tagen deine Selbstheilungskräfte wächst. Und ich glaube, ich weiß nicht, wann es heute früh losging, aber ich glaube, das Telefon hat den ganzen Tag Sturm geklingelt. Unsere Mädels, die haben heute so rotiert in dem Laden und ich bin jetzt dabei, die ganzen Nacharbeitungen zu machen, damit die Mädels morgen wieder ganz normal einen Tag starten können. Das ist eigentlich unglaublich. Sag mal, wie viele Leute waren das, die sich dafür angemeldet haben? Es haben sich unfassbare 9.300 Leute angemeldet für dieses Webinar und es waren also zur Spitzenzeit über, ich glaube, 2.300 Leute waren gleichzeitig im Webinar drin. Das ist absolut krass, wirklich Ja, krass. es zeigt halt auch, wie prägnant dieses Thema ist und dass die Menschen sich unglaublich wandeln. Aber eins kann ich dir sagen, ich habe gestern geschlafen wie ein Murmeltier. Es hat, glaube ich, keine 20 Sekunden gedauert, war ich in meiner persönlichen Tiefschlafphase. Ja, genau. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Thema, was wir heute in diesem Podcast einfach mal aufgreifen wollen, denn sehr viele Menschen haben damit ein großes Problem. Die, ja, wollen gerne schlafen. Klar, wir brauchen ja auch den Schlaf zur Regeneration unseres Körpers, ja. Ist lebenswichtig für uns. Der Körper repariert Organe und alles Mögliche, verarbeitet in der Psyche eine ganze Menge. Aber trotzdem haben ganz viele Menschen regelmäßig das Problem, dass sie schlechter einschlafen können oder dass sie nachts stundenlang einfach auch wach liegen oder wach werden. Ja, also bei Kindern ist es ganz interessant. Auch als ich selber Kind war, ich bin also generell sehr viel, habe ich sehr viel Schlaf gebraucht als Kind. Ich bin früh auch, ich bin leicht eingeschlafen immer. Und ich merke das jetzt, wenn ich die Kiddies ins Bett bringe. Ich habe ja 4 Jungs und bei den Jüngsten lege ich mich immer noch mit dabei. Und da gibt es abends natürlich immer eine kleine Geschichte, klar. Und der Noah, der ist gerade 7, der, sorry, 6 ist er, der, ey, der legt sich hin, da keine Minute, da ist der weg und tschüss. Ja. Wirklich, wirklich krass. Also es muss ja, es ist ja möglich, schnell einzuschlafen. Genau. Was sagst du, warum ist es so, dass viele Menschen nicht einschlafen können? Was zählst du als Grund dafür auf? Also ich sage immer, gesunde und glückliche Kinder schlafen gut. Warum? Kinder sind ja bedingungslose Liebe sozusagen, weder Objekte noch Subjekte. Die sind heute Feuerwehrmann, morgen Astronaut, übermorgen Krankenschwester und dann wieder Rennfahrer. Sie haben also kein Problem, ihr Leben jeden Tag neu zu beginnen. Also gehen sie auch nicht mit Problemen des Alltags ins Bett. Sie nehmen sie nicht mit in die Nacht hinein und sie haben nicht diesen Zellstress. Sie müssen keine Steuern zahlen, sie müssen keine Rechnung überweisen, sie müssen nicht dem Chef immer alles vor die Füße legen sozusagen und die Kinder leben auch noch einen ganz anderen Biorhythmus, den die Menschen früher, wo sie naturnah noch gelebt hatten, auch haben. Aber heutzutage gibt es ganz, ganz viele Einflüsse, die eben das verhindern und wenn man die kennt und man kann sie verändern, dann wird es besser, wenn nicht, wird es immer mehr schlechter, bis dann irgendwann mal Mann und Frau in getrennten Schlafzimmern liegen oder Atemgeräte nötig sind oder dann aber auch die Schlafklinik dann mal anklopft, weil da gibt es auch für die Medizin wieder Geld zu verdienen. Da gibt es viele, viele Ja, Ursachen. Schlafaussetzer und Co. Ne? Also da gibt es Ja. ganz, ganz viele Geschichten, die da reinkommen. Und ich glaube wirklich, dass es ein ganzer Blumenstrauß an Dingen ist, der da reinspielt, Genau. warum Menschen nicht einschlafen können oder nachts einfach aufwachen. Gucken wir uns doch Ja. mal Menschen an, die ganz besonders gut einschlafen können. Also, Also, genau. was gesunde, also ich sag mal so, Schäfchen zählen ist Schnee von gestern. Auch das ist nur eine Symptomverschiebung. Man kann auch gleich an die Ursache rangehen. Und man stellt halt fest, dass Menschen, die sehr glücklich sind, Menschen, die selbstständig in ihrem Leben sind, auch selbstversorgend, auch darin, wo alles gut läuft, darin auch Entspannung finden, Menschen, die meditative Selbsttherapien beherrschen, also ihren Körper wirklich in die Energie zu bringen, aber aus der Energie auch wieder rauszubringen, einfach die Menschen sind, die einen gesünderen Schlaf haben. Ja, so Und Psyche, es ne? muss. Also sprich, wenn ich mich gut Ja. fühle, so wie bei Kindern, wenn ich mit mir im Reinen bin, dann ist erstmal eine gute Voraussetzung, dass ich auch schlafen kann. Aber es ist ja nicht immer leicht. Es gibt ja auch Faktoren, die von extern kommen. Was ich irgendwie jemand
beleidigt mich oder ich fühle mich beleidigt oder es passiert mir irgendwie, tut mir jemand Unrecht und es wirbt mich total auf, das kenne ich ja auch, was ich, ein Arbeitskollege macht mich an, da brauche ich teilweise 2-3 Tage, habe ich früher gebraucht, um solche Sachen zu verarbeiten, dann ging gar nichts, ne? Ja, wir halten fest, aber wir können erstmal mit den Basics beginnen, sozusagen eines gesunden Schlafs. Also was sind die wichtigsten Grundvoraussetzungen? Da kann sich dann jeder so ein bisschen auch was raussuchen, wo man sagt, oh, das kann ich umsetzen und vielleicht das ist mein Problem, ah, dann kann ich was probieren zu verändern. Ja, aber wenn wir uns angucken, wer gut schlafen kann, also klar, wenn du die Psyche gut hast, aber was ist denn mit Rohköstler oder Menschen, die fasten? Also das kenne ich, wenn ich da im Fastenmodus bin, dann schlafe ich wie ein Murmeltier. Genau. Also wenn wir alleine, was die Nahrung betrifft, für uns Lebensmittel suchen, die leicht verdaulich sind und die, was die Ausscheidung betrifft, den Körper nicht behindern oder zusätzlich Energie verbrauchen, dann haben die Leute natürlich nachts auch einen viel besseren Schlaf, weil die Regenerationsfähigkeit des Körpers besser ist. Das heißt, Menschen, die sehr viel erhitzte Kohlenhydrate essen, die brauchen viel mehr Schlaf, wie beispielsweise ein Rohköstler, der, wenn er Kohlenhydrate isst, die meistens roh sind, meistens auch vegan, meistens auch naturnah, da reduziert sich der Schlaf auf manchmal sogar bis unter 6 Stunden. Das merkt man ja schon beim Mittagstief, das dann ausbleibt oder viel geringer ausfällt, ja? Wenn ich mittags einen großen Teller voll Nudeln reinpfeife oder eine Pasta, da kommt danach erstmal das Mittagstief, ja, und dann muss ich mich hinlegen. Insulin, Schock, Adrenalin. Ja, woher kommt's? Genau, der Körper zieht die Energie zusammen, weil er sie für die Verdauung braucht, ja. Und habe ich das nicht, habe ich dieses Mittagstief nicht, beziehungsweise ich brauche dann auch weniger Schlaf nachts. Genau, das Wichtigste ist eigentlich, dass man mindestens 6 Stunden schläft oder 6 Stunden liegt. Warum? Die Wirbelsäule allein braucht mindestens 6 Stunden, um sich voll zu begradigen. Das heißt, wenn wir den ganzen Tag stehen und diese Belastungen haben des Alltags und auch viel machen, ist ja gut und soll ja auch in Bewegung sein, unser Leben, braucht aber trotzdem unser Wirbelapparat 6 Stunden, damit Stauchungen, Quetschungen und Verengungen im Wirbelapparat sich wieder vollständig ausbilden können. Das sollte man sich schon mal merken. Also diese kleinen Schichten, dieses Gelatt, artigen, weiß nicht, wie die Dinger heißen. Füllungen zwischen unseren Gelenken. Genau, und die müssen sich wieder füllen, die werden über den Tag zusammengepresst. Und da ist es eben auch ganz wichtig, auch Wasser genügend zu trinken. Viele Leute haben ja Wassermangel und das hat viele Folgen. Kann auch zu Bandscheibenvorfällen und alles Mögliche führen. Naja, wie auch immer. Es gibt eine Grundregel, die sagt, der Vormitternachtsschlaf ist für die Schönheit da und der Nachmitternachtsschlaf ist für die Entgiftung da. Und wenn wir auf die Organuhr schauen, da können wir uns auf Organuhren aus der Ayurveda, aus der TCM bedienen, ist ganz spannend, interessant, dann sehen wir das auch, dass der Körper in der Vormitternachtszeit in den Umstellungsprozessen ist und in der Nachmitternachtszeit wirklich durch Galle, Leber, Milz, Niere und dann Lunge und dann Dickdarm geht. Und es ist ganz spannend, wenn wir uns da so ein bisschen dran halten. Und ich sage immer, 4 Stunden Vormitternachtsschlaf und 4 Stunden Nachmitternachtsschlaf sind gut. Ich sage ja auch immer, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden Schlaf. Und im Leben kann eigentlich gar nichts passieren. Kann man schauen, wer hat dieses Vergnügen, wirklich so ein Leben zu leben. Und das sind dann die wenigen, die wirklich fit sind. Ja, also zum Thema Organuhr haben wir eine Folge gehabt. Das war die Folge 9. Also wenn du quer hören möchtest, tu dir die Folge 9 mal aufs Ohr. Da gibt es mehr zum Thema Organuhr. Ist sehr, sehr spannend. Und zum Thema Schlaf. Es geht ja auch darum, wann ich eben ins Bett gehe, vor Mitternachtsschlaf. Es gibt zu allem, es gibt zum Thema Schlaf ja unfassbar viele Forschungen. Das Spannende ist, die einen sagen so, die anderen so. Da gibt es auch total widersprüchliche Aussagen. Es gibt ja auch Schlaf. Unterschiedliche Menschen, wie die Eule zum Beispiel, die sowieso sehr spät ins Bett geht, dafür früher etwas mehr länger schläft. Die Organuhr passt sich auch an. Das heißt, ein Schichtarbeiter, der hat ja gar keine Wahl. Wenn der 2 Schichten arbeitet, dann verschiebt sich die Organuhr im Laufe seines Lebens auch. Ja? Mhm. Deswegen muss man gucken, ne, wer bin ich, wie lebe ich, um das entsprechend auch anzupassen. Aber es gibt natürlich Grundvoraussetzungen. Das heißt, die Entgiftung, die wichtig ist, die Autophagie. Darüber haben wir auch in unserem Webinar gesprochen, mit den Selbstheilungskräften zum Aktivieren. Die ist wichtig, damit unsere Zellen sich regenerieren. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir Stress, Andreas. Und du weißt selber genau, wie viele Menschen heutzutage mit gestressten Zellen ins Bett gehen, eben nicht loslassen können und dann die ganze Nacht über die Zähne knirschen. Oh ja. Was ich gerade noch sagen wollte zum Thema Vormitternachtsschlaf. Also ich kann ja gerade mal die Geschichte erzählen. Ich habe ein Interview gehabt mit dem Dr. Probst. Ah ja. Und der steht im Eins auf, ne? Und der hat mir in dem Vorinterviewgespräch gesteckt, weil er ja in Bolivien ist. Und da haben wir halt um 13 Uhr telefoniert. Und na, bei ihm war es halt dann 8 Uhr morgens. Hat mich sowieso gewundert, dass er so früh schon ein Interview führt. Und ich sage, ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Er sagte, na, ich bin schon seit 1 Uhr wach. Ich sage, wie? Mhm. Seit 1 Uhr wach.
wann gehen Sie denn ins Bett? Naja, sagte er, er geht immer um 8 Uhr ins Bett, weil der Vormitternachtsschlaf so wichtig ist. Und über diese Methode hätte er es auch geschafft, mit 30 Jahren schon zu habilitieren, wo andere das mit 40 oder 45 Jahren erst machen. Und damit war der erste Doktor, also der jüngste Doktor sozusagen in ganz Bayern damals, weil er dann im Prinzip die ganze Nacht Zeit hatte, ungestört, ist ja auch ein großer Faktor, heute werden durch alles Mögliche unterbrochen, seine Arbeit dazu machen und hat dann sich einen riesen Vorsprung dadurch herausgearbeitet. Das fand ich sehr, sehr spannend und ich hoffe, wenn er das hört, dass er mir es nicht übel nimmt, dass ich das erzähle, aber ich glaube nicht, dass es ein großes Geheimnis ist. Nein, und mittlerweile ist er auch ein richtig guter Rohkostarzt. Also, ja, ne, er ist ja Begründer der Rohkost in Deutschland. Ja, ist unglaublich geballt und auch wirklich wichtig für die Menschen. Genau. Ja, also, jetzt haben wir über die Organuhr gesprochen. Was können wir noch sprechen? Ja, viele Menschen kochen nachts ihre Köpfe, weil sie ihren Elektrosmog nicht reduzieren, ihre Handys nicht ausschalten, ihren WLAN nicht ausschalten. Und vielleicht kann man kurz erzählen, was da eigentlich passiert im Körper. Also ich mache auf jeden Fall abends mein Handy aus, im Schlafzimmer ist Handyverbot. Und ich merke das auch, wenn das Handy nachts an ist, dann wache ich morgens auf und ich fühle mich nur halb so erholt. Also dann denke ich, irgendwas stimmt hier nicht. Dann merke ich, ich habe das Handy aus, was ich angelassen. Kommt der schon mal vor irgendwie im Dusel? Ja. Aber in der Regel mache ich das immer aus. Und WLAN und Decktelefone, also entweder sollte man so weit genug wegmachen oder wenn man die Möglichkeit hat, ausschalten. Das ist ja möglich, damit der Körper mal die Möglichkeit hat, mal eine Pause von dieser Dauerbestrahlung zu haben, weil es macht ja was mit einem. Genau, diese Strahlung verursacht einen sogenannten Zellstress. Das heißt, unsere Mitochondrien werden in ihrer Funktion gestört. Das hat Einfluss auf unser Immunsystem, gerade in der Nacht, wo Regeneration angesagt ist. Aber eigentlich hat diese Strahlung in der Nacht diesen Nachteil, dass sie unser Blut verdickt. Das kennen wir, wenn wir mit dem Handy telefonieren. Dann wird oft der Hals warm, das Ohr, der Kopf wird warm. Und im Blut bildet sich sogenannte Geldrollenbildung. Das sieht man im Dunkelfeldmikroskop. Ja. Und ein dickes Blut heißt natürlich ein geschwächtes Immunsystem, einen schlechten Nährstofftransport, einen schlechten Sauerstoffhaushalt und somit eine schlechte Regeneration und eben Stress, der uns dafür dazu bringt, nicht ausgeschlafen zu sein. Und wir leben in 2019, also ohne geht's nicht, kann ich auch nicht. Also in dem Business, was wir haben, geht's einfach nicht ohne. Aber so wichtiger, umso wichtiger ist, dass wir dem Körper da mal eine Pause geben und die Sachen wenigstens nachts mal abstellen. Ja. Genau, die Maschinen dürfen uns nicht beherrschen. Wir sind eben keine Roboter und deswegen ist es auch gut, die Qualität des Schlafens, das uns umgibt, zu verbessern. Dazu gehören Möbel, dazu gehört Bettwäsche, also auch Metall in den Betten ist sozusagen ein Problem, Andreas. Ja, weißt du auch warum? Naja, es ist ja wahrscheinlich so, dass wenn wir im Bett liegen, irgendwie auch einen Kontakt zur Erde brauchen. Weiß ich nicht, es gibt ja sogar Leute, die sagen, leg dich, grab dir ein Loch in die Erde und leg dich rein, um irgendwie, geerdet zu sein. Solche Sachen spielen da wahrscheinlich rein, oder ich weiß es nicht. Ja, aber es geht auch darum, viele Menschen schlafen einfach schlecht, weil der Kopf in der Nähe einer Steckdose liegt und der Bettrahmen oft aus Metallelementen besteht. Dann wird das so Antenne, die natürlich dann diese Spannung in sich aufnehmen und die an uns weitergeben. Genauso ist es auch, wenn Menschen zum Beispiel in Polyesterbettwäsche schlafen, wenn sie keine Baumwollbettwäsche haben und dadurch natürlich sich elektrisch entladen durch die positiv-negativen Elektronen aus zum Beispiel Polyester, aus Vlies, aus Nylon und so weiter. Deswegen ausschließlich Baumwollbettwäsche mit einer guten natürlichen Füllung, eben auch aus Baumwolle oder aus Hanf oder aus Leine, oder da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass man sagen kann, metallfreie Betten sind gut, das Schlafen weg von Steckdosen, die oft im unteren Bereich der Wand ja auch verlegt ist und dann eben auch ein Elektrosmogfeld ausbilden und natürlich auch die Qualität der Bettwäsche, die zu berücksichtigen ist. Mhm. Ja. Ja, also was ich auch mal spannend finde, ist, wenn ich denn dann schlafe, merke ich wirklich, wie sehr mein Unterbewusstsein auch arbeitet. Ne? Also mir kommen wirklich im Bett, wenn ich dann nicht mehr zur Ruhe komme, oftmals wirklich die besten Ideen und dann merkst du wirklich, wie dein Unterbewusstsein arbeitet. Ne? Also das, was wir so Bewusstsein haben, ist ja nur so wieder die Spitze des Eisbergs. Wir sind ja viel, viel mehr als nur das, was wir so hier so wahrnehmen, unser Bewusstsein. Es gibt, der Körper macht ja so viele Prozesse, die gleichzeitig ablaufen. Das ist ja ein absolutes Wunderwerk. Und das finde ich so faszinierend, wie da wirklich aus dem Unterbewusstsein auch so Dinge ausgespuckt werden. Also es gibt bei uns diesen Spruch immer, mir ist was über die Bettdecke gekrabbelt, ja. Und das ist
oft bin wirklich so, ich komme zur Ruhe und dann kommen plötzlich irgendwelche Ideen sind plötzlich da und dann sollte man sich manchmal wirklich wie einen Zettel und Stift ans Bett legen. Das mache ich dann oft, dass ich mir schnell was aufschreibe, wenn ich eine Idee habe, weil ich sage immer, Gedanken sind wie glitschige Fische. Ja? Wenn man sie nicht festpackt, sind sie weg. Und da kommen die immer, wenn man zur Ruhe kommt. Deshalb sagt man auch, wenn ich dusche, wenn ich am Klo sitze, wir kommen ja viel zu wenig zur Ruhe, weil wir ständig abgelenkt sind. Und selbst genau. Wenn wir im Bett liegen, gibt es ja viele Menschen, die dann im Bett noch rumdaddeln, da stundenlang. Und dann, wir brauchen ja auch die Dunkelheit, ja? Genau. Um auch zur Ruhe kennst zu kommen. Kennst du das Zucken beim Einschlafen? Ja, jedes Mal beobachte ich das und dann weiß ich einfach, ich weiß nicht, es gibt dann den Namen, weiß ich, Theta-Zustand oder irgendwas, jedenfalls springst du dann irgendwie auf eine andere Frequenz und dann jedes Mal, wenn ich zucke, weiß ich, okay, jetzt dauert es nicht mehr lange, genau. dann bist du weg. Das ist der Übergang in die Tiefschlafphase, aber man sagt auch aus spiritueller Sicht heraus, dass es dieser Bereich ist, wo die Seele den Körper verlässt. Und wir fragen unsere Klienten immer, ob sie bunt träumen können. Da sagen viele, sie träumen gar nicht oder viele sagen auch, sie träumen nur in Schwarz-Weiß. Und dann sagt man, das ist natürlich ein gestörter Zellstoffwechsel. Hier haben wir Stress in den Zellen. Das heißt, wenn die Seele den Körper nicht verlassen kann, dann können wir A nicht träumen, dann können wir uns auch gut nicht regenerieren, weil der Körper in der Nacht eben Körper ist. Sonst könnten wir auch die Augen offen lassen beim Schlaf und müssten einfach nur ruhen und würden uns erholen. Das passiert aber nicht. Das heißt, wir müssen schlafen, wir müssen zur Ruhe kommen, wir gehen in diese Tiefschlafphase über und so sagt man eben auch aus alter Geschichte, Seele verlässt Körper, Seele geht auf Reisen, wir träumen, wir nehmen das also auch intuitiv wahr. Viele können auch am nächsten Tag noch davon sprechen, aber das ist nur ein Zeichen, wenn ein optimales Biosystem in unserem Körper funktioniert und die Homöostase gut funktioniert. Ja. Lass uns noch ein paar Punkte sammeln jetzt, damit wir noch ein paar Tipps haben, was man tun kann, wirklich, um besser einzuschlafen. Also ich denke, da können wir jetzt noch ein paar Sachen bringen. Ja? Also du willst mir jetzt sagen, dass die Männer gut schlafen, wenn sie am Abend Sex haben? Ne, ich wollte dich fragen, ob du noch ein paar gute Tipps hast. Aber das ist natürlich ein Tipp, der vielleicht, wenn man zuhört, das wird er wohl kennen, gehe ich mal von aus. Ja, ist aber leider hat den Vorzug nur der Mann, nicht die Frau, weil der seine Energie in die Welt schießt. Und früher haben die Männer einfach das nur rausgeschickt, wenn sie auch wirklich Kinder machen wollten. Heute haben die Männer das irgendwie falsch verstanden. Der Rückhaltemuskel, der funktioniert nicht mehr. Aber es ist wirklich so, wenn Männer ejakuliert haben, dann schlafen sie gut, weil sie einfach ihre Energie verblasen haben. Dann hilft das natürlich beim Einschlafen. Sollte aber jetzt nicht in Daueranwendung ausgeführt werden, weil man sagt, ein Mann hat 3.500 Schuss und dann ist Ende im Gelände. Man sollte sparsam damit umgehen. Das habe ich ja noch nie gehört. Sehr witzig. Ja. Das habe ich letztens einem Freund gesagt, da ist er ganz rot geworden. Hat er gesagt, oh, da bin ich schon drüber, oder was hat er gesagt? Ja, genau. Um einiges. Ja. Nein. Wie auch immer. Also, das kann man jetzt als Geheimmittel betrachten, wie auch immer, aber es gibt sicherlich, weil wir auch viele weibliche Zuhörer, aber auch viele andere Tipps, was kann ich jetzt tun, um gut einzuschlafen? Also, was kann ich tun, beziehungsweise was soll ich lassen? Ja, also wichtig ist es, dass wir am Abend mit leerem Magen ins Bett gehen. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, weil der Körper mit voller Verdauung nicht entgiften kann und somit sich auch nicht regenerieren kann und somit auch nicht in die Tiefschlafphase kommt. Und da am Abend die Verdauungssäfte nicht mehr laufen, also spätestens nach 20 Uhr im normalen Alltagsleben, das betrifft nicht die Schichtarbeiter, sollte man eben dann spätestens ab 19, 20 Uhr nichts mehr essen, damit wir bis zu dem Zeitpunkt der Entgiftung, 22 Uhr, wo es dann losgeht, auch nichts mehr im Verdauungstrakt Magen und Dünndarm haben. Das ist ganz wichtig. Altes Ritual, man sollte wie ins Bett gehen, Andreas? Was, wie soll? Hungrig! Ach, Hunger, das meinst du? Ah ja, okay, genau. Klar. Ja, man sollte hungrig ins Bett gehen, genau, ja. Richtig. Ja, dann, wo du über Ritual sprichst, ist es auch generell gut für den Körper, wenn man abends ein Ritual hat, auch für die Kinder. Es ist immer gut, weißt du, dann wird erst der Schlafanzug angezogen bei uns, dann werden die Zähne geputzt, dann wird ins Bett gelegt, dann wird noch eine Geschichte erzählt, dann gibt es ein gutes Nachtgebet und dann schlafen die ein. Also dieses Ritual ist gut und das ist natürlich auch für uns Erwachsene gut, wenn es einfach Rituale gibt. Genau, wir sollten uns fragen, warum unsere Kinder nach dem Sandmännchen ins Bett gehen und die Erwachsenen dann plötzlich nicht mehr. Warum Kinder keinen Kaffee trinken dürfen, aber die Erwachsenen dürfen ihn trinken. Warum Kinder keinen Alkohol trinken und die Erwachsenen schlafen mit Alkohol sowohl als auch besser ein. Woran kann das liegen, Andreas? Tja, also Alkohol vergiftet uns ja quasi. Das heißt, der Körper ist dann erstmal ausgenockt, wenn er Alkohol trinkt und mit anderen Dingen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Tipp sein soll, abends Alkohol zu trinken. Weil wenn ich Alkohol trinke, dann wache ich morgen ziemlich gerädert auf. Ja, aber Alkohol ist wirklich in der Lage, das Blut zu verdünnen, uns zu entstressen in dem Moment. Und viele missbrauchen eben diesen Alkohol am Abend, um dadurch besser schlafen zu können. Ja. Es ergibt sich aber ein riesengroßer Nachteil. Das betrifft alle, die Alkohol trinken am Abend, alle, die Kohlenhydrate am Abend essen. Also Männer, die Weißmehlbrötchen oder Brot am Abend essen, dazu Alkohol trinken, ja, ein Bier oder ein Wein. Und dann auch noch tierische Produkte. Was haben wir dann meistens? Das Problem zwischen Mann und Frau?
Ach, du meinst das Schnarchen? Oh ja, das genau. ist ein großes Problem. Ja, es gibt ja unzählige Paare, die irgendwann zu dem Schluss kommen, es ist, glaube ich, besser für uns beide, für unseren Schlaf, wenn wir getrennte Schlafzimmer haben. Ich habe mich früher mal gefragt, warum haben die alle getrennte Schlafzimmer? Ja, es ist das Schnarchen, ne? Also, ja, weil dann meistens, essen und meistens leben. Die Frau dann sich beschwert, weil der Mann nachts diverse Wälder absägt, ja, und dann wird halt getrennt und dann, ja. Genau. Also der Überschuss an Kohlenhydrate, die Klebeeiweiße und die tierischen Fette, die tierischen Eiweiße sind schwer verdaulich und die sorgen dafür, dass unser Lymphsystem anschwillt und das eben vorwiegend im Bereich Brust, Lymph, aufwärts, Hals, Nasen, Nebenhöhlen und das ist die Ursache fürs Schnarchen. Schnarchen in der erster Linie bei den Männern natürlich, bei den Frauen, die haben ja den Vorteil, dass es im Körper anders verteilt wird und auch über die prämenstrualen Beschwerden dann ausgeschieden wird. Der Mann kann das nicht, der lagert es also erstmal zwischen. Dadurch schwillen die Nasennebenhöhlen eben an und dann schnarcht er. Das heißt, Mann und Frau könnten auch wieder zusammenschlafen, wenn die Ernährungsreform sich ein bisschen in gesunde Richtungen entwickeln würde. Ja, und da man ja abends keine Rohkost essen soll, weil es die nachts sozusagen keine Verdauung oder wenig stattfindet, sondern vor sich hingärt, sollte man einfach, genau wie du gesagt hast, abends hungrig ins Bett gehen. Das heißt, nach 19 Uhr nichts mehr essen. Ja, mit der Rohkost, da würde ich immer sagen, nach 19 Uhr sollte man keine grünen Blätter mehr essen. Und dann ist es auch ganz gut, wenn man da was isst, dass die Sachen dann zu später Stunde eben auch gekocht sind. Aber das ist nur eine Nebeninformation. Genau, denn wir brauchen immer noch ein Geheimrezept. Also ich glaube, du hast noch eine Sache, was ein schöner Tipp ist. Also wie komme ich abends zur Ruhe? Was kann ich tun, um wirklich gut einzuschlafen? Also mein Geheimrezept ist wirklich Bewegung. Ich leide oft an Bewegungsmangel. Und wenn man dann abends mal in die frische Luft geht, sich bewegt, dann ist man so richtig schön, jetzt kann ich mich fallen lassen und jetzt schlafe ich auch viel, viel besser. Manchmal ist es auch so, wenn ich abends nicht einschlafen kann, dann stehe ich nochmal auf, gehe nochmal eine Runde, bewege mich, trinke nochmal einen Schluck. Wenn ich mich dann wieder hinlege, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Was ist dein Geheimrezept? Also es ist einfach so, schlechter Schlaf heißt Zellstress. Ja? Menschen, die Zähne knirschen, das ist schon die Vorstufe zum Burnout. Der Körper kommt ja gar nicht zur Ruhe. Er kann auch nicht in die Tiefschlafphase hineingehen, weil der Körper innen drin vibriert. Das ist ein mitochondrales Problem in der Zelle, ein Natrium-Kalium-Problem. Das sehen wir immer bei den Nährstoffanalysen, dass die Menschen einen Salzüberschuss haben extrazellulär und einen sehr, sehr starken Kaliummangel intrazellulär. Und das ist sozusagen die Ursache für diesen Zellstress. Aber es zeigt sich natürlich dann in den Symptomen der Unruhe, dass die Leute nicht einschlafen können, dass sie hibbelig sind. Oder, was wir oft feststellen, ist, Teilnehmer, die Leberreinigungen machen, unter Schlafstörungen leiden, werden danach wunderbar schlafen. Warum? Weil sie sich entgiftet haben, weil sie entlastet sind, dadurch auch weniger Zellstress entsteht, eine bessere Verdauung, ein besserer Stoffwechsel, eine bessere Nährstoffverteilung im Körper und damit natürlich der Körper genießen kann, für die Zeit danach 3 bis 4 Wochen besser zu schlafen. Und wenn man sein Leben dann auch wirklich verändert, dann kann man das auch erhalten. Und es gibt da immer so ein Ritual, was ich meinen Klienten immer versuche, auch in den Kursen zu lernen durch Meditationen, eine sogenannte Atemtechnik. Ja, und das würde ich gerne zum Abschluss mal erklären. Es ist eine ganz einfache Sache, das sollte man jeden Abend machen und jeden Morgen, denn ich sage immer, der Träger unserer Energie ist der Sauerstoff. Und der Sauerstoff tut auf den Heimweg dann auch immer den Stickstoff, das Kohlendioxid, dann auch wieder abatmen. Das heißt, je mehr Sauerstoff wir im Blut haben, umso gesünder, vitaler sind wir und umso besser schlafen wir auch. Und so sollten wir mit viel Sauerstoff ins Bett gehen und auch mit viel Sauerstoff in den Tag gehen. Und das kann man machen, ganz leicht herbeiführen mit einer Atemtechnik. Und diese Atemtechnik ist sehr einfach. Man nimmt sich einfach, wenn man ins Bett legt, diese 5 bis maximal 15 Minuten Zeit, wo man in eine fließende Atmung geht, also nicht gewollt und angestrengt, sondern wie Wasser, das den Körper durchspült und wieder verlässt, nur mit einem kleinen Stopp dazwischen. Das heißt, man atmet 7 Sekunden ein. Am Anfang braucht man auch das Gehirn, das zu zählen. Man zählt also in der Einatmung bis 7, hält dann 10 Sekunden den Sauerstoff an, atmet dann wieder 7 Sekunden aus und hält die Luft wieder 10 Sekunden an. Durch diesen Druck und diesen Zug dehnt sich unsere Lunge auf. Sie kriegt also ein größeres Volumen. Die Alveolen können viel mehr Sauerstoff ins Blut abgeben und dadurch entspannt sich der Körper bis in eine ganz, ganz tiefe Ebene, was dafür sorgt, dass wir ganz friedvoll einschlafen, plötzlich wieder in Farbe träumen und uns darin auch sehr gut regenerieren können. Und wenn wir früh aufstehen, sollten wir, bevor wir
den Start in den Tag beginnen, wirklich auch mit dieser Atemübung anfangen. Dann sind wir besser drauf, besser gelaunt, wir können besser entgiften, wir haben auch einen viel besseren Stuhlgang, denn vor der Dickdarmzeit, die ab 5 Uhr eben anfängt, haben wir die Lungenenergie und deswegen gähnen auch Tiere, Hunde und Katzen und auch die Menschen sollten gähnen, sich strecken, weil dann einfach der Biorhythmus besser funktioniert, ist mein Tipp. Genau, und wenn wir dann dazu das Fenster noch aufmachen und wirklich frischen Sauerstoff reinlassen und keine abgestandene Luft, dann kann man es natürlich noch viel verbessern. Und ich denke, das ist wirklich ein schöner Tipp, der vielen hilft. Ich hoffe, dass einige Tipps heute mit dabei waren zum Thema Schlafen, wie kann ich besser einschlafen. Mhm. Und ja, das war's auch schon wieder für heute bei der Gesundzeit. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und sagen ciao, dein Andreas. Dein Florian. Na, halt tschüss. Andersrum. Dein Andreas Paffrath und dein Florian Sauer. So haben wir es richtig jetzt, genau. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao. Tschüss.